So, sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, sehr geehrter Herr Dr. Senf als Vertreter der Stadt, liebe Gäste. Ja, mein Name ist Julia Konko und ich bin die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung. Harald, wo bist du? Du stehst in meinem Text neben mir. Ja, neben mir steht Harald Petzold, ist ebenfalls Stadtverordneter und aber auch Vertreter vom Regenbogencafé. So, nun zum heutigen Tage. Wir kommen hier vor dem Falkenseer Rathaus heute im Grunde das erste Mal zusammen, anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie, zusammen um die Regenbogenfahne zu hissen. Der Eiderhobbit, der war zwar schon am 17. Mai, aber wir haben als SVV beschlossen, dass wir das immer in der Woche des Eiderhobbits machen, das Regenbogenfahne hissen. Einmal aus organisatorischen Gründen, aber eben auch um viele Menschen zu erreichen, suchen wir uns immer einen besonderen Tag aus und sind da ganz flexibel. Und das Gute ist eben, dass am Montag die Flagge vom Landtag gehisst worden ist und jetzt können die Menschen, die dann alle dort anwesend waren, heute eben auch hier bei uns anwesend sein. Das ist doch schön. Bisher hat das Regenbogenfalkensee mit vielen UnterstützerInnen, wie zum Beispiel dem Jugendforum zum CSD, die Fahne hier gehisst am Rathaus, auch schon einmal zum Eiderhobbit eben an der Alten Post. Aber dieses Jahr haben sich die Stadtverordneten hier gedacht, das ist eigentlich Aufgabe der Stadt, Farbe zu bekennen und ein klares Zeichen für eine inklusive Gesellschaft zu setzen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das übernehmen. Denn auch in diesem Jahrhundert ist es leider so, dass Gewaltübergriffe und Diskriminierung, Ausgrenzung für queere Menschen, also Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren, leider immer noch keine Seltenheit sind. Umso mehr ist es eben Aufgabe jeder Stadt, jeder Gemeinde, sich für ihre Rechte, für Sichtbarkeit und Toleranz einzusetzen und ein klares Zeichen für eine inklusive Gesellschaft zu setzen. Ein Zeichen für die Akzeptanz der Vielfalt, der geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung. Eigentlich hatten wir vor, die Stadtverwaltung hier zu verpflichten. Das hat der Bürgermeister wegen rechtlichen Bedenken nicht umsetzen wollen oder umsetzen können, was ich persönlich sehr bedauerlich finde, weil es in anderen Städten eben so funktioniert. Aber das hindert uns nicht daran, zukünftig als SVV hier die Fahne zu hissen. Das werden wir jetzt also jedes Jahr machen. Als Vorsitzende der SVV stehe ich hier auch für Stadtverordnete, die sich eben unserer Beschlussvorlage eigentlich nicht so anschließen konnten. Ich bin aber der Ansicht, dass Toleranz und Offenheit eben zu jeder demokratischen Partei dazugehören muss. Und ich habe noch nicht das Ergebnis gehört. Ich hoffe sehr, dass wir heute im Bundestag eben, dass der Bundestag heute beschließt, dass das Merkmal der sexuellen Identität in das Diskriminierungsverbot von Artikel 3 im Grundgesetz aufgenommen wird. Ich übergebe jetzt hier an Harald, der uns jetzt noch mal was zum Eiderhobbit selber sagen wird. So. Ja, liebe Anwesende, ich freue mich auch, dass so viele hier zusammen... Ups, jetzt ist eine... So viele hier zusammengekommen sind. Hier vorne haben wir übrigens noch viel Platz, damit wir die Mindestabstände einhalten können und auch die, die jetzt noch hinten stehen müssen, hier mit ran können. Hier in Falkensee wird ja seit 1996 die Regenbogenfahne schon gehisst, worauf ich sehr stolz bin. Am Anfang in den 90er Jahren war das noch eher spontan und sporadisch, wenn andersartig mit seiner Regenbogentour Brandenburg bleibt bunt hier Stationen gemacht hat in Falkensee und Jürgen Bigalke damals als Bürgermeister hier mit uns die Flagge dann hochgezogen hat. Seit 2017 sorgt das Regenbogencafé dafür, dass es jedes Jahr die Regenbogenflaggenhissung gibt und seit vergangenem Jahr, Julia, du hast es schon angesprochen, wird auch zum Eiderhobbit die Regenbogenfahne hochgezogen. Wir mussten voriges Jahr noch ein bisschen improvisieren und der internationale Tag gegen Homophobie, Trans- und Interphobie wird seit
ja, inzwischen kann man sagen, spätestens 2018 in dieser Form begangen. Da ist nämlich gelungen, endlich auch die Trans-Geschichte aus dem Katalog der Internationalen Weltgesundheitsorganisation zu streichen. Und am 17. Mai 1990 wurde die Homosexualität aus diesem Krankheitenkatalog ausgestrichen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Immer wenn ich mit meinen Schülerinnen und Schülern darüber spreche, können die das gar nicht fassen, dass sowas mal als Krankheit behandelt worden ist. Gerade viele junge Leute nehmen das ja heute als völlig normal hin, dass die Leute so sein sollen, wie sie sind. Und darauf können wir auch froh sein. Ich denke, auch das ist ein Beitrag, den das Regenbogencafé seit 2017 hier in unserer Stadt einbringen konnte. Ich erinnere sehr gern an den wunderbaren CSD vor drei Jahren, als wir hier fast wie Fußball-Weltmeisterschaft-Zustände hatten und mit einem riesen Demonstrationszug durch die Stadt gezogen sind. Eine Aktion, die unter anderem mit auf das Regenbogencafé zurückgeht. Dort treffen sich also inzwischen wirklich Menschen aller Couleur, aller Nationalitäten, aller Hautfarben, um so sein zu können, wie man ist. Wer dabei mitmachen möchte, kann gern an jedem zweiten Sonntag im Monat um 15 Uhr mittun. Im Moment müssen wir uns noch ein bisschen online immer wieder abwechselnd treffen, aber ich bin mir sicher, es wird auch wieder die Zeit kommen, wo das regelmäßig auch wieder persönlich stattfinden kann. Ansonsten möchte ich alle einladen, die daran Interesse haben, hier vorne ihre Adresse oder E-Mail-Anschrift zu hinterlassen, um mit in den Verteiler bei Martina in den Verteiler aufgenommen zu werden. Unsere Aktionen, die wir machen, sind vor allen Dingen darauf gerichtet, Sichtbarkeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Intersexuelle, Transmenschen herzustellen, sichtbar zu machen, die Vielfalt sichtbar zu machen, vor allen Dingen auch die Regenbogenfamilien, die vielen, die hier inzwischen in Falkensee leben. Und wir sind natürlich auch ganz stolz, und das war auch einer der Gründe, warum wir den Freitag gewählt haben, dass inzwischen hier im Havelland Falkensee nicht mehr die einzige Stadt ist, wo die Regenbogenfahne vor dem Rathaus gehisst wird. Am Montag hat nämlich Wustermark auch auf Initiative der dortigen Gemeindevertretung die Regenbogenfahne gehisst. Und es werden immer mehr Gemeinden, und damit haben wir ein gutes Beispiel gesetzt. Vielen Dank dafür nochmal, und dann gebe ich wieder das Wort zurück an Julia. Das Hissen der Regenbogenfahne, das steht in diesem Jahr unter dem Motto Regenbogenfamilien. Das hat Harald auch gerade schon gesagt. Und wir haben eben hierfür eben in Zusammenarbeit mit dem Regenbogencafé ganz viele tolle RednerInnen gewinnen können. Und die erste, die eben jetzt hier als nächstes zu uns sprechen wird, das ist die Konstanze Körner. Die kommt von dem Verein Lesben, Leben, Familie e.V. aus dem großen Berlin. Und dieser Leslefam, wie er sich abkürzt, der setzt sich eben durch konkrete Maßnahmen und Angebote für die gesellschaftliche Sichtbarkeit und Akzeptanz von lesbischen und queeren Frauen und Regenbogenfamilien an. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Konstanze Körner. Wir begrüßen Sie am besten alle schön zusammen. Du hast jetzt das Wort. Bitte schön. Ja, jetzt mache ich auch erstmal einen Sprachtest. Hört ihr mich alle? Super. Also, liebe Vertreterin der Stadt Falkensee, liebe Community, liebe Martina, vielen Dank für die Einladung heute hierher nach Falkensee zum Hissen der Regenbogenfahne anlässlich des Eider Hobbit 2021. Nach 2 Wochen Quarantäne, also bis heute musste ich wirklich in Quarantäne sein, freue ich mich sehr, wieder unter Menschen sein zu können. Und nach so vielen Monaten nur Kontakt zur Community per Internet ist es toll, endlich mal wieder zu spüren, dass wir sichtbar sein können und uns gegenseitig Energie geben durch das, was wir tun und wie wir es tun. Vor einem Jahr hätten wir nicht vermutet, dass wir auch 2021 an diesem Tag noch in der Covid-19-Pandemie stecken. Jedenfalls, ich habe damit nicht gerechnet. In dieser ganzen Zeit bis jetzt wissen wir, dass die Gewalt gegen Homosexuelle, Bisexuelle, Inter- und Transpersonen weltweit zugenommen hat.
Aus Berlin und Brandenburg wissen wir von den Statistiken der Polizei und der Opferorganisation, dass dies hier auch gilt. Wir erleben, dass vielfältiges Leben durch die Pandemie unsichtbar wird und mit der Unsichtbarkeit auch die Akzeptanz verschwindet. Als Vertreterin des Vereins Lesben, Leben, Familie kann ich nur sagen, wir spüren das in unserer Arbeit seit Februar 2020. Obwohl wir mit unseren Angeboten online da sind, so verlieren wir doch immer mehr den Kontakt zur Community. Online-Angebote können das gemeinsame Erleben, die Kraft, die Teilhabe und die Sichtbarkeit, die sich daraus speist, nicht ersetzen. Und wir erleben auch, wie die Bundespolitik für uns wichtige Themen weiter verzögert und aussitzt. Schon so viele Jahre warten wir auf die Ergänzung des Artikel 3 im Grundgesetz um den Schutz der sexuellen geschlechtlichen Identität. Wir werden es sehen, was da heute passiert ist. Und das sogenannte Transsexuellengesetz wird nicht angerührt, trotz aller Kritik. Eine wichtige Chance wurde in dieser Woche durch die Bundesregierung mit der Ablehnung des Selbstbestimmungsgesetzes vertan. Und auch die Änderung bezüglich des Abstammungsrechts sind viel diskutiert und trotzdem passiert nichts aufgrund der Blockadehaltung in der Bundesregierung. Bereits 2017 hatte der Arbeitskreis Abstammung des Bundesjustizministeriums vorgeschlagen, zumindest die sogenannte Mitmutterschaft einzuführen. Ministerin Barley, dann Ministerin Lambrecht, beide haben Gesetzesentwürfe vorgelegt, aber nichts ist passiert. Auch die Grünen hatten längst Vorschläge eines Gesetzesentwurfs eingereicht, die sogar über die Mitmutterschaft hinausgehen. Es kann doch nicht sein, dass 2021, 16 Jahre nach Einführung der Stiefkindadoption in eingetragenen Lebenspartnerschaften, verpartnerte bzw. verheiratete Frauenpaare ihr gemeinsam geplantes Kind noch immer in einem unwürdigen und langwierigen Prozess adoptieren müssen. Es kann auch nicht sein, dass Heteropaare sich ohne Nachweis und Begutachtung von Familiengerichten außerhalb der Ehe per Vaterschaftsanerkennung oder Sorgeerklärung zu rechtlichen Eltern erklären können, gleichgeschlechtliche Paare aber nicht. Lesbische Paare, in deren Beziehung die Kinder geboren werden, bieten die gleichen Voraussetzungen der Fürsorge und Verantwortung. Und wenn eine Mehrelternschaft mit mehreren Beteiligten geplant ist, so muss es für diese Familien auch Regelungen geben. Das Festhalten an dem heterosexuellen Zwei-Eltern-System spiegelt nicht die Realität und Familienvielfalt wider. Auch braucht es dringend Änderungen für Trans-Eltern, die mit ihrem nicht mehr vorhandenen Geburtsnamen in die Geburtsurkunde eingetragen werden, also in die Geburtsurkunde ihrer Kinder. Und für Eltern mit dem Geschlechtseintrag divers, der rechtlich wirksam ist, kann es nicht sein, dass es keine Elternposition gibt. Es bleibt also weiterhin viel zu tun. Ich habe jetzt als nächsten Redner hier bei uns auf der Liste den Michael. Michael Sakreider vom Regenbogencafé. Lieber Michael, bitteschön. Hört man mich? Hallo zusammen. Ich muss gestehen, als man mich gefragt hat, ob ich hier ein paar Worte sagen möchte, wusste ich gar nicht, dass es diesen speziellen Tag überhaupt gibt. Und die deutsche Übersetzung Aktionstag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit finde ich besser, als in diesem Zusammenhang mit dem Begriff Phobie zu arbeiten. Ich meine, Phobie ist eine Angststörung. Das klingt so, als ob man den armen Menschen, die Angst vor Homosexuellen oder Transsexuellen haben, auch noch helfen müsste und nicht umgekehrt denen vor Gewalt und Diskriminierung. Wie man das aber auch nur nennt, Gewalt und Diskriminierung sind Fakt. Es gibt sie leider immer noch, und zwar auf den verschiedensten Ebenen, mal offensichtlich, mal unterschwellig. Ich selbst habe recht wenig negative Erfahrungen machen müssen, wobei ich mir bewusst bin, dass es viele auch ganz anders erleben. Vor vielen Jahren, noch als Student in Berlin, wurde ich mal im Nachtbus angepöbelt, und da ich in so einem Fall natürlich meine Klappe nicht halten kann, habe ich dann ein blaues Auge kassiert. Ich habe lange in Mitte und Neukölln gelebt, und obwohl ich zwar nie Angst hatte, man entwickelt doch so eine Art Sensorblick,
mit dem man fast unbewusst die Umgebung scannt, um potenziell gefährlichen Situationen aus dem Weg zu gehen. Händchen halten ja, je nachdem wer einem aber entgegenkommt, dann doch lieber mal nicht. Und diesem ständigen Druck sollte eigentlich niemand ausgesetzt sein. Dann sind wir, weil die Mamas unserer beiden Kinder aus beruflichen Gründen nach Falkensee gezogen sind, aus dem weltoffenen, hippen Berlin, auch ins unbekannte Brandenburg gezogen. Auch hier haben wir aber tolle Nachbarn bekommen und sind weder im privaten noch im beruflichen Umfeld auf Vorbehalte gestoßen. Unsere beiden Kinder waren bzw. sind in unterschiedlichen Kitas und verschiedenen Schulen in Falkensee. Und von Anfang an bis in die Oberstufe hatten weder die Kinder Probleme mit anderen Kindern, noch wir mit anderen Eltern oder dem Lehrpersonal, weil sie zwei Mamas und zwei Papas haben. Das war meine Sorge, als wir damals unser exotisches Familienmodell geplant haben. Wir haben es ja aber noch nicht einmal geschafft, den Kindern damit ein Alleinstellungsmerkmal mitzugeben. Bei beiden waren oder sind Kinder aus anderen Regenbogenfamilien mit in der Klasse. Wir haben uns aber in der Vergangenheit, zum Beispiel in der Kita, doch schon genötigt gesehen, beispielsweise darauf hinzuweisen, dass es mittlerweile doch auch Kinderbücher gibt, in denen vielfältige Familienkonstellationen thematisiert werden. War da nicht vorgesehen. Ich würde mich freuen, wenn in den letzten Jahren ein paar Bücher ersetzt worden sind. Seitens der Verwaltung hier habe ich schon den Eindruck, dass teilweise ein wenig mit dem Thema gefremdelt wird, beziehungsweise man überfordert ist, dass es hier in Falkensee überhaupt ein Thema ist. Andererseits hat zum Beispiel der Förderverein der Stadtbibliothek selbst hartnäckig darauf hingearbeitet, dass die Stadtbibliothek einen eigenen queeren Themenbereich erhält. In meinem persönlichen Umfeld nun erlebe ich die unterschiedlichsten Familienkonstellationen und empfinde das als unglaubliche Bereicherung. Bei uns sind es nun zwei Mamas und zwei Papas. Dann gibt es drumherum natürlich die ganzen heterosexuellen Modelle mit Mama und Papa, Mama, Papa und neuer Lebensgewährte und so weiter. Aber auch zwei Mamas mit einem Papa dazu oder ganz ohne, nur zwei Papas, lesbische und schwule Paare mit Pflegekindern oder mit Kindern aus vorherigen Hetero-Beziehungen, Alleinerziehende, egal welcher sexuellen Orientierung. Und das Ganze hat, so wie ich es erlebe, eine Selbstverständlichkeit und eine Normalität, die ich einfach großartig finde. Jetzt in Zeiten der Pandemie passiert es sogar, dass man mit vier Elternteilen, die sich das Homeschooling teilen, durchaus ein wenig beneidet wird. Was mich darum allerdings umso mehr nervt, ist, dass es die Politik nicht fertig bringt, für gelebte Realitäten auch adäquate gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich hätte jetzt gerne den Sprecher der Sendung mit der Maus da, der komplexe Sachverhalte so schön anschaulich darstellen kann. Vielleicht würden es dann auch die Gesetzgeber verstehen. Ich habe zum Beispiel gemeinsam mit meinem Ehemann zwei Kinder. Die beiden Mamas haben auch gemeinsam zwei Kinder. Es sind aber dieselben Kinder. Insgesamt immer noch zwei, nicht vier. Deshalb sind wir gemeinsam eine Regenbogenfamilie. Und ich finde, unsere Kinder haben ein Recht nicht nur auf einen Elternteil, nicht nur auf zwei oder drei, sondern auf alle vier. Rechtlich gesehen habe ich aber nur ein Kind mit einer mehr oder weniger fremden Frau außerhalb meiner Ehe. Dasselbe gilt für meinen Mann und in ähnlicher Form auch für die Mütter, wobei es zumindest da noch ein kleines Sorgerecht gibt, was aber auch Mist ist, weil beide sich in gleicher Weise sorgen, als alle vier in gleicher Weise sorgen. Und bei Kindern muss man sich auch ständig sorgen. Die aktuellen Bestrebungen, die bestehende Diskriminierung der nicht leiblichen Mutter in der Ehe zweier Frauen zu beenden, sind ganz prima. Solange in der Konstellation kein Vater vorkommt, beispielsweise bei der Samenspende oder mit Einverständnis des Vaters. Ist aber ein Vater oder sind zwei Väter im Spiel, greift das bloße Angleichen an die heterosexuelle Ehe einfach zu kurz. Die Kinder werden ja nicht nur in eine Ehe hineingeboren. Ohne ein modernes Familien- und Abstammungsrecht mit einer Option der Mehrelternschaft wird dann keine Diskriminierung abgebaut, sondern bloß die eine durch eine andere ersetzt. Und das kann es ja nun auch nicht sein. Das derzeitige Abstammungsrecht wird bei vielen Familienkonstellationen, nicht gerecht. Ich kann nur sagen, dass ich einfach nur froh bin, dass wir als Familie in den vergangenen 17 Jahren auch so wuppen konnten. Einiges konnten wir mit Absprachen und über gegenseitige Vollmachten regeln. Wir hatten außerdem auch Glück, dass nichts wirklich Schlimmes passiert ist, was der Elternteil, der gerade verantwortlich war, vielleicht nicht hätte regeln oder unterschreiben dürfen. Ich möchte in solchen Situationen aber natürlich nicht vom Glück oder dem Goodwill anderer abhängig sein.
Bei den rechtlichen Rahmenbedingungen ist durchaus noch Luft nach oben und ich hoffe sehr, dass sich hier bald Grundsätzliches verändert. Dankeschön. Lieber Michael. So, jetzt haben wir als nächsten Redner hier Bjarne Utz von der LAG, der Landesarbeitsgemeinschaft Quergrün, Brandenburg. Bitte schön, lieber Bjarne. Sehr geehrte Stadtverordnete und PolitikerInnen, sehr geehrte Vertreterinnen des Regenbogencafés, sehr geehrte Menschen und sehr geehrte VertreterInnen der queeren Organisationen, die heute hier sprechen. Wir haben schon sehr viel über die Geschichte des Eiderhobbit gehört. Wir haben, da bin ich Michael sehr dankbar, auch darüber etwas gehört, dass wir bitte nicht von Phobie reden. Wir reden hier nicht von einer Krankheit, wir reden hier von purer Feindlichkeit. Und das sollte in unserer Gesellschaft definitiv keinen Platz haben. Leider ist dieser Tag immer noch notwendig, um auf die Lebensrealitäten von Regenbogenmenschen aufmerksam zu machen. Ich freue mich daher sehr, dass die Stadt Falkensee die Anregung aufgenommen hat und ihren Teil zum Abbau von Vorurteilen beitragen möchte. Die Regenbogenflagge sowohl am Eiderhobbit als auch zum Stonewall-Jubiläum zu hissen, ist eine wichtige Solidaritätsbekundung, die wir brauchen. Vielen Dank an dieser Stelle für die Initiative der Stadtverordneten und danke, dass Sie heute hier sind. Heute möchten wir den Fokus auf die Regenbogenfamilien legen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass das Abstammungsrecht bisher lediglich ein traditionelles Familienbild berücksichtigt. In der Geburtsurkunde stehen immer noch nur Vater und Mutter. Was aber, wenn es zwei Mütter und oder zwei Väter gibt? Wo und wie soll eine Transfrau, die in einer liebevollen Beziehung mit ihrer Frau ein Kind gezeugt hat, diskriminierungsfrei in die Geburtsurkunde eingetragen werden? Ist ein Transmann, der ein Kind zur Welt gebracht hat, wirklich eine Mutter? Ich sehe hier viele Fragezeichen in den Gesichtern und das zu Recht. Der Status quo bildet also nicht die Realität von Familie ab. Lebensentwürfe jenseits der Heteronormativität finden im Behördenalltag wenig bis keine Berücksichtigung. Das öffnet Tür und Tor für Diskriminierungen und Zwangsoutings. Dabei wäre es so einfach, aus Vater und Mutter könnten zum Beispiel Elternteil 1 und Elternteil 2 werden. Über den Entschließungsantrag zur Reform des Abstammungsrechts, eine Initiative von Bündnis 90 Die Grünen Berlin, wird in Kürze im Bundesrat abgestimmt. Eine Abstimmung, die das Potenzial hat, vieles zu verändern. Brandenburg wird sich jedoch wohl leider, wie auch schon beim Adoptionsrecht, in dieser Sache enthalten. Aber es braucht nicht nur Veränderungen in den Formularen, wir brauchen auch Veränderungen in den Köpfen und eine Möglichkeit, diskriminierendes Verhalten von Seiten der Verwaltung und der Polizei justiziabel zu machen. Wir brauchen hier klare Richtlinien, Fortbildungen, ein Qualitätsmanagement und nicht zuletzt ein echtes Verständnis dafür, was Diskriminierung bedeutet und warum so viele Bevölkerungsgruppen auf die Unterstützung des Staates an dieser Stelle angewiesen sind. Vor knapp einem Jahr wurde in Berlin das LADG, das Landesantidiskriminierungsgesetz, eingeführt. Befürchtungen, dass das Gesetz massenhaft missbraucht werden könnte, haben sich bisher nicht bestätigt und Menschen nutzen die Möglichkeit, diskriminierendes Verhalten seitens staatlicher Institutionen zur Anzeige zu bringen. Im Brandenburger Koalitionsvertrag wurde der Prüfauftrag für ein solches Gesetz verankert, denn auch die Menschen hier könnten von einem solchen Gesetz profitieren. Ich persönlich wünsche mir, dass es im politischen Tagesgeschäft bald wieder möglich sein wird, neben Covid-19 auch andere wichtige Themen wie auch dieses anzugehen. Und lassen Sie mich noch eines sagen, das mir aufgrund meiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit wirklich am Herzen liegt. Corona hat auch in der queeren Arbeit wie ein Brennglas gewirkt und die Defizite offengelegt. Die Zahlen von häuslicher Gewalt, suizidalem Verhalten und die Nachfrage an Beratungsangeboten sind exponentiell angestiegen und zeitgleich werden Budgets gekürzt, Gott sei Dank nicht in Brandenburg.
Und das Bundesgesundheitsministerium arbeitet bereits daran, den Zugang zu Psychotherapien deutlich zu erschweren. Diese Entwicklung ist mehr als besorgniserregend. Auch wurde am letzten Mittwoch die Chance verpasst, das verfassungsfeindliche TSG, Transsexuellengesetz, endlich abzuschaffen und das Recht auf Selbstbestimmung gesetzlich zu verankern. Diese Entwicklungen sind auch besorgniserregend. Durch Corona sind auch die Menschen, die sich ehrenamtlich in vielen Einrichtungen für die Belange queerer Menschen engagieren, am Limit. Antidiskriminierungsarbeit, queere Bildungsprojekte für Erwachsene und Kinder, Hilfetelefone und Beratungsangebote für Regenbogenfamilien, um nur einige Projekte zu nennen, dürfen nicht auf Ehrenamtliche abgewälzt werden, die aufgrund von Haushaltsfragen noch nicht einmal wissen, ob sie ihre wichtige Arbeit im nächsten Jahr noch ausführen können. Hier braucht es langfristige Planungssicherheit auf allen Ebenen. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Menschen im Ehrenamt für ihr Engagement, ihre wertvolle Arbeit und ihr Durchhaltevermögen bedanken. Wir brauchen in Falkensee und in ganz Brandenburg ein klares Bekenntnis zu Diversität und ein entschlossenes Handeln zum Schutz queerer Menschen, denn es geht um nichts Geringeres als um die Verteidigung und die Durchsetzung von Menschenrechten, und das muss uns alle angehen. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt noch spontan eine Rednerin, die gerne auch, die hat am Montag schon im Landtag gesprochen. Das ist nämlich unsere Vize-Landtagspräsidentin Barbara Riechstein, die ich jetzt auch, da freue ich mich drüber, dass ich auch noch ein paar Worte sagen möchte. Barbara, du hast das Wort, bitte. Ja, guten Tag, liebe Julia Konkuli, sehr geehrte Stadtverordnete, liebe Vertreter der LSBTTI-Community, meine Damen und Herren, liebe Diverse. Ich freue mich, dass so viele heute hierher gekommen sind, um gemeinsam ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen, gegen Phobie wollten wir ja nicht sagen, aber gegen Diskriminierung. Und es ist gerade schon angesprochen worden, dass es leider wirklich beschämend ist, dass in Deutschland, in Brandenburg, vielleicht auch in Falkensee, Menschen wegen ihrer sexuellen Identität angegriffen werden. Wir haben zum Glück in Brandenburg in der Landesverfassung schon jetzt das Verbot der Ungleichbehandlung wegen der sexuellen Identität. Und ich bin sehr stolz darauf, dass die Verfassungsgeber damals das in Brandenburg zumindest eingetragen haben. Ich hoffe auch, dass das auf Bundesebene sich ändern wird. Im vergangenen Jahr, und die Zahl ist, glaube ich, für Brandenburg noch nicht genannt worden, gab es 19 Straftaten mit einem sexuellen Straftaten wegen der sexuellen Orientierung. Das ist vermeintlich wenig, aber wenn wir uns anschauen, dass im Jahr zuvor es nur 8 Straftaten gab, dann ist es eine Verdoppelung, mehr als eine Verdoppelung. Und das Tragische daran ist, dass die Dunkelziffer so erschreckend hoch sind. Ungefähr 32% haben laut einer Umfrage des Sozialministeriums angegeben, dass sie sich schämen, eine Anzeige zu erstatten, dass sie keine Informationen darüber haben und vor allen Dingen, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen, wenn sie denn sich durchdringen, eine Anzeige zu erstatten. Und hier müssen wir in der Tat noch gegensteuern. Aber was wichtig ist, dass eine Straftat gegen die sexuelle Orientierung eine politisch motivierte Straftat ist. Und das ist auch richtig so, denn Gewalt und Diskriminierung sind ein gesellschaftliches Problem und gerade deswegen auch ein Thema für die Politik. Und auch aus diesem Grund stehen wir heute hier und wenden uns gegen Homo-, Bi- und Transphobie. Ich bin durcheinander gekommen. So. Aber wir wollen heute mit dem Hissen der Regenbogenfahnen einen Aufruf an die ganze Welt und an jeden einzelnen Menschen schicken, bei Homophobie eben gerade nicht wegzuschauen. Denn gerade hier brauchen wir Zivilcourage, wo auch die Leute, dass wir den Leuten zur Seite stehen, die angegriffen werden. Denn Menschenrechte sind unabhängig von kulturellen Traditionen, sind unabhängig von der sexuellen Orientierung.
jetzt mal kurz vorbeigehen. Wir möchten heute mit dem Hissen der Regenbogenflagge ein Zeichen setzen gegen Gewalt, gegen Diskriminierung, aber für Lebensfreude, für Diversität und für Mut. Denn wir und auch ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der die Unterschiede eben keine Probleme darstellen und kein Vorwand für Konflikte liefert, sondern es soll Gelegenheit sein zu einem produktiven Austausch, zur Wahrnehmung verschiedener Perspektiven und vor allen Dingen zur Erweiterung unseres Horizontes. Und ich hoffe, dass wir viele Menschen davon überzeugen können, dass das die richtige Sicht und Lebensweise ist. Und mit heute setzen wir auf jeden Fall noch ein weiteres Zeichen. Vielen Dank.